Annäherung an einem Platz. Also Distanz zum Wegpunkt 005 ist 51 Meter, 50, 49 und so weiter. Die gepunktete Linie wäre die optimale. Der Steffen ist eben ein bisschen nach rechts gepaddelt. Und der Pfeil unten zeigt die Richtung an, ob wir richtig sind oder nicht. Und so ist eben geradlinig die neue Verbindung. Zufaktor ist auch auf 50 Meter nach wie vor. Das ist also das genaueste. Somit zeigt das Display 50 Meter an. Und da ist diese 005, das ist der Spot. Und die Raute ist der genaue Punkt. Und wenn der Pfeil da drüber ist, zeigt eben die Distanz um einen Meter. So kann man Tag und Nacht, egal blind, nur mit diesem Gerät fahren. Und das geht nur mit solch einem Hand-GPS, mit WAAS, der Nutzung der Luftwaffensatellitensysteme der US-Amerikaner. Jetzt zeigt der Pfeil nach rechts, das jetzt mal zu Demonstrationszwecken. Man sieht, der Pfeil selber hier oben bewegt sich nicht mehr aufs Ziel zu. Und somit zeigt der Pfeil unten bitte nach rechts, um wieder geradlinig aufs Ziel zu fahren. Hat der Steffen jetzt gemacht, etwas korrigiert. Die Distanz verringert sich nach wie vor. Ist klar, 5 Meter, 4 Meter. Das Ziel ist rechts von uns. Wenn wir jetzt die Route ablegen wollten, wäre das eine gute Entfernung, weil die Route hat ja noch eine gewisse Länge. 2, 1, Bremse. Wir sind also da und legen die Route nach rechts ab. Okay. So. Die Route ist jetzt nach rechts abgelegt. Mittlerweile zeigt 6 Meter. Wir sind auch schon etwas weiter weg. Und fahren jetzt zurück. Der Steffen paddelt rückwärts. Sieht man, der Pfeil bewegt sich weg von der 005. Und das ist die rote. Keine Boje notwendig. Und exaktes Navigieren zum Ziel. So, Steffen sein 39er. Super geile Fisch.